Pass auf, wir ziehen uns jetzt noch deutsche Memes rein, die gleich Spanier geworden sind. Ich gehe ganz kurz pinkeln, Leute. Ja. Und da auch erstmal ein Stößchen. Lecky, rein damit. Let's go. Weltdienst, Digga. Guck mal, kennst du das? Weltdienst, hier. So. Das ist die Neuheit. Mhm. Guck mal, lass uns doch mal. Promille. Ja! Oh, du fröhlicher. Oh, du seliger. Gnadensingender. Kling, Glöckchen. Kling, kling. Leiser Rieselschnee. Ton ist doch da. Was wollt ihr? Labert doch nicht. Fresse, Mann, ich hör's doch selber. Gibt's noch Menschen, wo ich dich vorstellen müsste oder wo du vorgestellt wirst, dass man weiß, woher du kommst? Ja, vielleicht Menschen, die jetzt die letzten 30 Jahre im Ausland verbracht haben, die... Das könnte sein. Aus anderen Gründen keinen Zugang zu fließendem Wasser, Strom... Wer ist der Mann rechts? Wer ist das? Das ist richtig. Bist du Haram? Was bin ich? Junge, dieser Clip, Alter. Ich hab Haare auf Kopf, sieht man doch. Ich habe ein Motto und das Motto ist, niemals etwas bei deiner Freundin oder bei deiner Liebschaft reintun, was größer ist als dein Johannes. Bruder, muss los. Also ich würde niemals meiner Freundin oder deiner Liebschaft den hier reinstecken. Auf gar keinen Fall, Digga. Okay, das heißt, du hast also keinen Schwanz, der so groß wie deine Faust ist. Kinda cringe, bro. Not gonna lie. Kinda cringe. Also, Real Talk aus der Zentrale. Kleiner Tipp am Rande. Ich lasse mein Bikini übrigens auch mal Maß anfertigen. Ja, das beruhigt uns jetzt alle. Wir haben einen Gewinner. Uwe Peter Chef. Warum? Warum? Monkatos. Brühe! Da ist das Fantasialand, wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich allerdings abgelenkt. Tschüss. Er ist wieder da. Ich bin reich und scheiß auf alles. Digga, Prinz Markus, bitte lass das mit dem Kokain. Und ich hab so viel Geld verdient mit Phantom und ihr... Mit Fernsehern? Auch, ich weiß das. Und jetzt kommt das neue Produkt und ich sag's euch, in den nächsten Tagen... Bro, wie kann man so geil suff sein? Dann werden wir Millionäre, dann werden wir fucking Milliardäre! Wie kann man so geil suff sein? Wenn wir das machen müssen, weil ich mach gar nichts, ihr glaubt mir. Ich bin gerade in einen Punkt in meinem Leben angerannt, wo ich mir denke, Hunde werden im Zwinger gehalten. Da liegt ein toter Hase. Haben die keine Ehre, die Leute? Haben die keine Ehre? So nämlich. Dass wir sowas machen? Ganz ehrlich, das ist mir zu anstrengend. Zweitens sind da Verkehrsteile, wo ich gar nicht kenne. Mhm. Schilder sind dabei, die ich nicht kenne. Same. Das wurde mir alles zu viel und deswegen habe ich keine Lust mehr auf Führerschein. Okay. Mit weißer Rand. Mit weißem Rand und unten rechts. Ich habe hier noch vier geschlossene spanische Booster, die sie mir geschenkt haben. Ja, yeah, haben die heißen wir auch. Ex Ruby Zafiro. Genau, das sind die. Cinco Cartas de Juego Supplementarias. Würden Sie mit der Million machen? Zu den anderen legen. Noch nie passiert. Habt ihr einen Spitznamen? Nein. Mein Name ist E-Kurz. 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 Jonas. Bei dir? Achso. Jonas dachte E-Kurz. Oh nein. Finde ich echt cool, dass er das gemacht hat. Ich hätte mir nur gewünscht bei dem Song, dass er ein bisschen mehr wirklich gesungen hat. Also er hat einfach nur so gesprochen, finde ich. Und was hab ich? Der sagt, ich hätte nicht gesungen in dem Lied. Ich würde gerne mal Papa Latte singen hören. Wollt ihr mal Papa Latte Song hören? Pass mal auf, ich zeige euch mal, was Papa Latte singt. Und der fängt an, bei mir irgendwas zu erzählen. Hör mal dem seinen Song. Ich stehe auf richtig harte, lange Schwänze. Das glaub ich dir. So what they say, what they say. Ich schwitze hart, ich stehe auf dickes Box. Dann nimm! Ich stehe auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Dann nimm doch! Aber auch meine Brüste sind voll in Ordnung. Meine Brüste sind auch cool. Du bist ein Arschloch? Du hast Nachschlag. Du hast Nachrang, du Idiot! Du hast... Digga, imagine, der Straßenball beleidigt dich. Du hast Nachrang! Du hast Nachrang, du Idiot! Die Art, mich zu filmen!
Hören Sie auf, mich zu filmen. Geht's doch weiter. Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat. Mann, Alter. Mann, dieser Typ, Legende. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Mann, Alter. Scheiß Baum. Wieso klingt der genau wie Rumatra? Wenn man genau hinhört, macht man die Augen zu. Stellt euch nur Rumatra vor. Ach du Scheiße, Digga. Ja, das ist er. Oh nein. Am 1.8. Im Boxkampf gegen Vlesk. 100 pro. Ja. Stimmt. Ich hab's rausgefunden. Mann, ey. Hab ich hier kein Schnuffeltuch liegen oder was? Nein, glaub nicht. Scheiß drauf. Nämlich die Sons of Anarchy-Jacke. Kann er gerade morgen waschen, jalla. Ist das nicht seine Wichsjacke? Ist das nicht seine Wichsjacke? Wo, also ist, also. Zu faul jetzt aufzustehen, um mir ein T-Shirt zu holen. Oh, oh nee. Oh nee, Alter, oh nee. Oh nee, nee. Just two, dankeschön. Hallo? Ja. Nee, ihr. Gelegenheit kann Diebe machen. Ein Autoaufbruch im zweiten Untergeschoss hält Marco auf Trab. Was machst du da hinten denn? Ich wollte nur gucken. Hä? Ich wollte nur gucken. Kannst du dich mal ganz kurz ausweisen? Da hinten ist gerade ein Auto aufgebrochen worden. Was machst du da hinten? Jon GRG, danke schön, Bro, für den Gipfelzapfkuss. Warum? Ja, darf ich nicht oder was? Nein, darfst du nicht. Hier wird nicht geguckt. Warte! Familien unter Säcker! Wir sind Stars, aber trinken so wie Dealer. Brennt an einem Camaro mit 300 km/h. Capri Samram, zähl wieder Lila. Einfach machen. Ja, mal gucken, arkadaşlar. Burası sadece patronun bütün insanlara sesleniyor. Sitzt der auf dem Eimer nur? Lütfen kimsenin hakkını yemeyin. Hält der sich? Nee, oder? Gerçekten zor çalışarak para kazanmak. Boah, ich dachte gerade, Digga, ich dachte, der sitzt in diesem Eimer drinnen nur. Sadece bir şey söyleyeyim. Mach mich nicht immer geil, Marcel. Schicke Unterhose. Geilzocker. Dankeschön. Willst du uns mal dein Maurer-Dekolleté zeigen, oder was? Nee, danke, heute nicht. Ich mach lieber den Chat wieder rüber. So. So. Moin, meine Schlingel. Der arme Typ, euch allen geht's gut. Der arme Typ, der sitzt da, wird angefurzt die ganze Zeit und so. Ja, wenn aber einer von euch Risiko wählt, bekommt der eine die vollen 8000 Euro und der andere bekommt nichts. Wählt ihr beide Risiko, erhält keiner von euch irgendwas. Ich würde ganz ehrlich sagen, also ich würde Sicherheit nehmen. Also ich wäre, okay. Wir waren uns schon ein bisschen sympathisch jetzt auch am Anfang. Ja. Und da will ich wirklich auch ehrlich zu dir sein. Sicherheit sagen, dann hast du was davon, ich hab was davon und wir fahren beide heute glücklich nach Hause. Du kannst jetzt eins nehmen, verdeckt mir geben. Oh nein, Digga, oh nein. Meine Damen und Herren, zweite Variante ist der Fall. Marvin hat Risiko und damit das ganze Geld. Oh. Danke. Oh nein. Aber scheiß drauf. Weil Geld ist nämlich besser als eine Freundin. Ist nicht so, 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 Bro. Du hättest sie nehmen sollen, ist nicht so. Time for the Teletubby, time for the Teletubby. Alter, wirklich, nimm dem Mann das Crystal weg. Binky, Dipsy, la la. Hey. Teletubby. Junge. Teletubby. Junge.
sagen Hallo. Ah, oh! Ach du Scheiße. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wieder schauen und reingehauen.